Oh, Freunde und Freundinnen. Oh, Leute, ey. Meine Fresse. Ich hatte eine Woche. Okay, ganz kurz vorab. Ich bin gleich live. Twitch.tv/RanzratteLive gegen 20 Uhr oder so. Keine Ahnung. Ich brauche meinen Bartkamm zur Beruhigung. Oh, Jedenfalls habe ich eine Woche gehabt, die. Boah, Pechsträhne ohne Ende. Ich habe am Montag eine Reise gebucht. Hat alles wunderbar geklappt. Zeit war ja auch noch da. Ich wollte eigentlich Sonntagabend fliegen, ne? Und ja, wie gesagt, wäre alles easy gewesen. Hat auch geklappt. Am Montag. Am Dienstag kam dann die ernüchternde E-Mail. Yo, Zahlungsweise war komisch, bla, keine Ahnung, hat nicht funktioniert. Yo, machst du nochmal. Alles klar, habe ich das nochmal gemacht am Dienstag. Hat funktioniert. Dienstagabend kam dann eine E-Mail, dass es wieder nicht funktioniert hat. Ich denke so, ey, zweimal hintereinander, Alter, holy shit, Mann, das muss doch an euch liegen. Hab dann extra mit dieser Zahlungsart was anderes gemacht und das hat wunderbar funktioniert. Ja, ich habe einfach was bestellt, was Kleines, ein Kabel, geklappt. So, gut, dann hat es am Dienstagabend halt wieder funktioniert und wieder nicht funktioniert und bla hin und her, blub blub, bis es dann irgendwann funktioniert hat mit einer anderen Zahlungsart. Okay, cool. Habe ich dann so gelassen, war dann erleichtert. Easy. Mittwoch, fuck. Kacke nochmal, kam wieder eine E-Mail, in der dann stand so, yo, da gab es eine Komplikation mit der Buchung. Ich so, ey, Leute, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht mehr an mir liegen. So, holy shit. Ich hab dann angerufen, so die Dame am Telefon war übertrieben nett, wirklich Props. Aber, ey, das war so verworren. Erst Zahlungsart 1, dann 2, dann 3, dann zurück auf 2 und 1 hat dann wieder geklappt, so, total komisch. Und nachdem das dann geklappt hat, hat sie mir auch am Telefon gesagt, so, yo, Alter, ist cool. Easy, kannst dich jetzt freuen. Ihr fliegt in Urlaub. Du bist registriert. Frau ist registriert. Zahlung ist da. Es ist auch angenommen. Es ist gebucht. Alles cool. Ihr könnt fliegen. Freut euch. Ja, so. Geil. Nice. Cool. Ende. Donnerstag war ich dann mit Sascha unterwegs und noch mit ein paar Leuten im Phantasialand. Einfach ein bisschen chillen, ein bisschen Spaß haben, einfach mal untereinander sein und so. Ich hatte einen richtig geilen Tag. Es war ein mega, mega, mega geiler Tag. Wirklich. Und dann kam der Anruf. Der fucking Anruf aus einer Stadt, mit der ich nichts anfangen konnte. Ja, beziehungsweise mit einer Nummer aus einer Stadt, wo ich jetzt nicht weiß, warum sollte mich eine Nummer aus dieser City anrufen. Ich hatte schon so, bop, 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 mein Herz, Alter. What the motherfucking fuck? Ich gehe ans Telefon. Ja, so und so, Reiseleitung, bla bla bla. Es gab eine Komplikation mit ihrer Buchung. Ich so, ey, wollt ihr mich wirklich verarschen? Ohne Scheiß. Boah, richtig aggressiv gewesen. Trotzdem sachlich geblieben. Ich habe gesagt so, ey, sorry, ich telefoniere jetzt seit 4 Tagen rum, kein Bock mehr. Storniert den Scheiß. Ende. So, storniert. Ja, Kacke, im Phantasialand, ne? Toll, was willst du da jetzt großartig machen? Nach dem Urlaub suchen? Lustig. Also, Donnerstagabend, ja noch, ich glaube, da war, ich war sogar, glaube ich, noch live und so, weil ich brauchte einfach irgendwie Ablenkung. Und dann nach dem Stream, nach dem Urlaub geguckt, wieder was gefunden und so, easy going, bla. Alles geguckt und so. Dann war das ausgebucht. Dann habe ich weitergeguckt, dann habe ich genau die Reise gefunden, die konnte man dann mit PayPal bezahlen. Ich so, yo, geil, geil. Voll nice bei einem Veranstalter, wo ich halt vorher noch nicht geguckt habe. Ich, alles klar, alles eingegeben, drück bei PayPal auf Zahlung, dann kommt ja dieser Kreis, wird verarbeitet, ne? Verarbeitung, bla bla bla, blub, Fehler, abgebrochen, Reise abgebrochen. Ich so, ja, leck mich doch am Arsch, ohne Witz. Lasst mich alle in Ruhe, ich gehe jetzt einfach nur schlafen. Vielleicht hat es doch geklappt, ich probiere es einfach nochmal am nächsten Morgen so. Ja, dann habe ich es am nächsten Morgen nochmal probiert. Dann hat es auch ein bisschen länger gedauert, ja, diese Verarbeitung. Ich denke so, yo, geil, 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 geil. Und dann zack, einfach unterbrochen. Es war nichts mehr. Es war nichts mehr. Einfach irgendwie so, das Dokument ist erloschen, glaube ich, steht dann da und so. Und ich dachte mir, ja, okay, vielleicht war es ein Connection-Problem mit PayPal zu der Seite und so. Ey, meine Fresse, Alter. Okay, cool. Ich habe es einfach gelassen, habe gedacht, okay, vielleicht kriege ich in den nächsten 20 Minuten, 30 Minuten eine E-Mail, PayPal, Zahlung ist erfolgt, hast du nicht gesehen. Ja, ich habe auch eine E-Mail bekommen. Ich war schon glücklich, aber in dieser E-Mail stand so: Yo, ihre Buchung und so konnte nicht, bla bla, ist abgebrochen, PayPal und so weiter und so fort, weil die Flüge sind ausgebucht. Das heißt, der Veranstalter zeigt eine massenhafte Tabelle an mit irgendwelchen Urlaubszielen und den gleichen Flügen, aber die waren halt alle schon ausgebucht. So, das war dann Freitag Nachmittag. Jetzt buch mal am Freitagnachmittag für Sonntagabend eine Reise. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, das hat alles nicht mehr geklappt. Wir waren auch noch im Reisebüro. Wir hatten sogar gesagt, okay, komm, jetzt gehen wir dahin, zahlen die Sache bar. Ja, da gibt es aber nur einen Veranstalter, ja, jetzt der in Frage gekommen wäre, der Barzahlung akzeptiert. Eine Überweisung und so und Zahlung per irgend. Oh, Leute, ihr könnt wirklich, egal was ihr jetzt in die Kommentare schreibt, ja, wenn ihr jetzt schon schreibt, ja, warum hast du nicht so? Ich habe alles Mögliche versucht. Es hat fucking nicht funktioniert. Es ist keine Reise gebucht. Ich habe keinen Urlaub.
ja, jetzt muss ich irgendwie gucken, keine Ahnung, London oder so, damit die Frau auch ihre Ruhe hat und so und was anderes. Man sieht vielleicht 3-4 Tage nach London oder so oder was weiß ich, Irland, dass man mal was wenigstens was anderes sieht. Ja, das war eins, die Reise. Nummer zwei war, ich habe mir noch ein Huawei P20 Pro bestellt, weil ich die Kamera mega geil fand. Ich wollte das Samsung S9 wieder verkaufen, so, ist ja noch nicht alt, hätte ich auf jeden Fall ordentlich Kohle noch für bekommen. Oder Frau, wie auch immer. Hab's mir bestellt, easy, sollte am 6. kommen. Am 6. kriege ich eine E-Mail, yo, Lieferschwierigkeiten kommt am 14. April. Ich denke so, ey, meine Fresse, Alter, ich wollte das doch eigentlich mit in Urlaub nehmen, aber juckt ja nicht, war ja dann eh egal, ne? Aber dann dachte ich mir so, yo, Frust, Alter, ich will jetzt dieses verdammte Telefon haben. Geh auf Mediamarkt.de, alles klar, geil, ist vorhanden und so ein Scheiß, ist sogar noch im Markt. Es ist im Markt, es ist da. Ich rufe im Mediamarkt an und sag so, hey, was geht? So, yo, könnt ihr mir das bitte, bitte, bitte für heute Abend zurücklegen? Ich komme definitiv vorbei und so ein Scheiß und so. Und die, ja, alles gar kein Problem, bla bla. Ich sag, yo, einen P20 Pro in schwarz. Okay, cool, habe ich jetzt so mit der Telefonnummer und so, yo, alles klar, stimmt dann überein, einfach Namen sagen, liegt im Schrank. Ich frage nochmal nach. Yo, scheiße, verfluchte Kacke, ist es denn wirklich ein schwarzes? Weil das war eigentlich immer sofort überall vergriffen, weil dieses Blau und diese Twilight-Farbe wollte keiner. Nur das Schwarze, weil das schimmert so gräulich und so, das ist voll hübsch, wirklich. Ja, ist es da in schwarz, steht auch drauf. Ich so, yo, geil, cool. Dann war ich am Tag mit Frau essen und so und das hätte alles auch wunderbar wieder geklappt von meiner Zeitrechnung her. Ich konnte aber nicht wissen, dass zwischen Bestellung und Essen auf dem Tisch 60 Minuten vergehen. 60 Minuten. Ich also Nudeln reingeschlungen wie ein junger Gott, Alter. Sie ihre Schweinemedaillons reingefuttert, weil sie wollte auch unbedingt mitkommen. Und wir dann ab ins Taxi, mit dem Taxi zum Mediamarkt, gehechtet sozusagen, ja. Fred Feuerstein-Style, Alter, bam, 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 hingefahren so. 7:50 ich rein in den Laden, ich so, yo, Alter, ich brauch nicht lange so und so. Hier, mein Name, das liegt im Schrank und so. Und weiß ich nichts von. Ich so, willst du mich, wie weißt du nichts von? Ich habe angerufen, ich habe das zurückgelegt und so. Ja, weiß ich nichts von. Ich so, ja, dann... Alter, guck doch nach. Er steht vor dem Schrank und guckt nicht rein so. Weißt du, so, nein, ist egal. Der war nett, der war wirklich nett. Der wusste da halt wirklich nichts von so. Und ja, ich sag dann so, yo, dein Kollege hatte gesagt, so, pass auf, Alter, das liegt im Schrank und so, geh doch mal gucken. Ja, dann sind wir zum Schrank gegangen. Da war da mein Zettel. Mein Zettel geknüllt mit einem Gummiband drumherum. Also so, als würde man eine Handyverpackung nehmen, den Zettel da drauflegen und dann ein Gummiband drum machen. Aber nur noch der Zettel mit Gummiband, ohne Handyverpackung. Und er sagte mir dann so, nö, das ist hier zwar dein Zettel, hier steht das auch alles drauf, aber ich habe nur noch ein blaues da. Dann habe ich gesagt, okay, das bleibt auch hier. Tschüss. Dann bin ich wieder gegangen. Dann war mein Handy, es war nicht da. Ja, dann halt nicht. So, dann habe ich jetzt gerade, Gott sei Dank, meinen Laptop bekommen, den ich schon sehr, sehr lange erwartet habe, über den ich auch noch nicht so sprechen kann. Der hat eine Beule. Der hat halt einfach eine Beule im Aluminium. Niegelnagelneu, gerade ausgepackt. Der hat eine Beule. Ohne Scheiß, ey. Ich habe noch ein anderes Tablet jetzt hier, weil ich das iPad austauschen wollte. Ich traue mich gar nicht, das auszupacken. Ey, diese Woche, es ist alles eigentlich scheißegal, das mit dem Handy ist egal und bla 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 und so, aber boah, Junge, wirklich, das mit der Reise. Storytelling. Freunde, ey, wirklich, also, ich bin, boah. Naja, ich hab ja euch, ne? Wir können ja auch Zeit miteinander verbringen. Das heißt jetzt auf jeden Fall, ich bin ein bisschen länger da, ich bin heute da und ich bin auch morgen Abend da. Das ist dann jetzt sozusagen das Update, was ihr habt und kommt in den Stream, wenn ihr Bock habt und ansonsten eben halt nicht, ihr Süßen. Bis dann. Danke fürs Zuhören. Tschüss.